Hallöchen zusammen, willkommen noch ein Video von mir. Ich mache mal heute ein bisschen was Unkreatives und zwar zeige ich euch, was ich geshoppt habe. Ich habe hier was zu liegen von Dezember, da habe ich bei Kartenkunst bestellt und etwas von AliExpress und Winzigkeit von Woolworths. Da habe ich mich schon alles weggelegt und dachte mir so, oh nee, wenn ich alles jetzt weglege, vergesse ich, was ich gekauft habe. Und weil ich ein bisschen gerade so hinterherhänge mit dem Video, dachte ich, schiebe ich mal einfach neu rein, lass was von mir hören. Und die das natürlich nicht so mögen, ja, die gucken sich das eben nicht an, aber dem das auch interessant ist, was hier Olga so gekauft hat, dann zeige ich euch das mal. Boah, war das ein langes Intro, ne? Sorry. Wir fangen an mit Kartenkunst. Da habe ich irgendwie im Dezember bestellt. Genau, im Dezember habe ich bestellt, so irgendwie für 67,19. Und zwar, weil ich da gefunden habe, ein paar Hotfoil Stanzen, genau. Es ist jetzt, die habe ich noch alle nicht getestet, deswegen denke ich so, oh, wenn du jetzt aber ein Video gemacht hast, dann testest du sie auch. Aber ich habe auch was anderes gekauft. Und zwar einmal den Jewel Drop in der Farbe Sea Breeze. Ich bin der Meinung, ich habe den noch nicht. Ich hoffe, es war auch richtig. Ich suche eigentlich die ganze Zeit von den Nuvos den, also diesen Jewel Drops, und zwar den grauen. Kriege ich aber irgendwie nicht. Der ist anscheinend total beliebt. Und ja, dann suchen wir das mal. Also hier ist der Crystal. Ich muss ja irgendwie zu Jewel, Gloss, Sea Breeze. Nee, hatte ich noch nicht, genau. Ich hätte so gerne so Grey Mist. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur so toll vorstelle, aber irgendwie, ja, was Grau angeht, habe ich gar nichts. Ich habe nur, wenn, dann Silber. Ja, ist auch nicht so schlimm. Ich kann ja auch Enamel Dots kaufen, ne? Die sind ja auch mal ganz toll. Aber ja, so ein Nuvo-Drop ist halt eben schon deutlich ergiebiger, ne? So, das werde ich jetzt bestimmt 100 Jahre trocknen und dann hinterlässt es manchmal trotzdem so ein Dätsch. Aber ich habe weniger Dätsch bei den Jewels, wie ihr seht, als bei den anderen, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich mache mir da nichts draus, wenn sie ein bisschen platter sind. Ich komme mal ein bisschen näher, damit du das sehen kannst, ne? Das wird ein ganz zartes Blau. Wahrscheinlich fast schon so ähnlich wie durchsichtig, aber hey, ich denke, auf weißem Papier wird man das Hellblaue schon sehen. Ja, also wie gesagt, ne, der hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung und ich habe gerade ein bisschen Platz gemacht da oben. Ich habe sie ja oben bei mir so im Nagellackregal, denn ich habe nämlich die, die Vintage-Drops woanders hingetan. Und somit ist da wieder Platz und ja, da konnte ich einen neuen bestellen. So, jetzt aber zur Kartenkunst. Was habe ich noch gekauft? Ich wollte schon immer ein Acrylbekam in der 6 Größe, denn wenn man mit Flüssigkleber arbeitet, dann neigt es sich ja dazu zu wellen. Und Mann, irgendeine Karte. Ich will euch die Karte jetzt nicht zeigen, weil das kommt ja noch. Ich habe davon schon 25 Karten gebastelt und der Block ist immer noch nicht alle, deswegen dauert das gerade im Moment so lange. Und dann, wenn ich dann mal doch mit Flüssigkleber arbeite, weil das Papier so dünn ist, ne? Wie mit diesem Block, das ist ja schon online da, dann wäre es schon ganz cool, wenn ich das mal so draufbappen könnte. Und dann muss ich natürlich Pause drücken, was anderes machen. Ja, und ich habe so einen Acrylblock, ne? Der ist auch schon schön groß, aber nicht wie A6. Und das ist A6. Habe ich das gerade weggeschmissen? Oh weia. Also von Craft Emotion, genau. Und das ist genau A6 Größe. Ich wünschte, Craft Emotion würde auch hinkriegen, A6 Stanzen zu machen. Aber es ist nicht wirklich A6. Hey, vielleicht wäre es ja möglich. Naja, auf jeden Fall ist es der Grund. Und ja, so teuer war das nicht. Craft Emotion ist ja preislich eigentlich immer gut machbar, finde ich persönlich. Und ja, die zeige ich euch nicht. Und genau, deswegen ist das hier bei mir eingezogen. Die werden leider nie so schön bei mir. Ich kriege sie auch nie wieder so schön sauber. Wie macht ihr das, dass eure immer so schön aussehen? Also meine sind immer, ja, so wie die aussehen, ne? Nicht schick. Dann habe ich einmal, weil die irgendwie, glaube ich, 60% hatten, habe ich einmal zur Kommunion gekauft. Ich finde die Schriftart so ein bisschen krickel-krickel. Trotzdem sehr, sehr schön. Und weiß ich nicht, der war echt nicht teuer. Dann einmal zur Konfirmation. Dann wartet mal. Das war ein Geschenk. Das ist so, so winzig. Aber ja, für eine Szenekarte unerlässlich, oder? dann habe ich hier einmal zur Hochzeit. Obwohl, das Zoo ist schon echt krass krakelig, ne? Aber geht, ich kann es lesen. Und dann wird es noch ein bisschen kleiner. Viele Grüße, finde ich auch total schön. Ich glaube, die werden auch alle vier in einer solche Tüte bei mir reinkommen, ne? Ich habe ja diese Billig-CD-Hüllen. Und ja. So haben wir noch einen Stempel. Ach so, ja, genau. Und Gutschein. So, also Gutschein habe ich nicht. Die anderen besitze ich zwar schon, aber ich kann ja mal nachgucken.
Ich mag das eigentlich nicht so gerne, aber die kosten ungefähr 1,75. Und ja, zur Hochzeit war jetzt vielleicht 2 Euro. Aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte nicht noch Rotvollstem bestellen, weil dann bin ich irgendwie so, jetzt zahlst du jetzt Versandkosten für so einen Quatsch. Und ich glaube, ich war sogar versandkostenfrei. Genau, die Olga war mal wieder versandkostenfrei unterwegs. Ich glaube, ab 60 ist es bei denen so. Ich kann es ja nicht lassen. So, jetzt kommen wir zu den Hotfoils-Parts. Und zwar haben wir so eine ähnliche Schriftart. Und zwar einmal hier herzlichen Glückwunsch. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Es ist jetzt nicht die allerschönste Schrift, die es gibt. Aber nicht jeder Hersteller macht ja die Hotfoil-Stamps. Und man, jetzt, wenn man schon sich die Maschine gekauft hat, dann muss man auch zusehen, dass man da auch Sachen kauft, die man benutzt. Dann habe ich hier, das ist jetzt auch nicht so wunderschön, aber wie gesagt, die Auswahl ist leider begrenzt und deswegen habe ich das trotzdem gekauft. Alles Liebe und zum Geburtstag. Ich bin ja nicht gerade ein Fan von so ein Set, ne? Mag ich persönlich nicht so super gerne. Mein Gott, nein, ich werde euch trotzdem benutzen. Ja, aber ich habe es einfach genommen, weil ich das sonst nichts anderes erstmal hatte. Also keinen anderen Shop gefunden habe, wo ich sowas bestellen könnte. Außer Kreativdepot, die haben ein paar Sachen, aber da lohnt sich das immer nicht, denn dann suchst du dir 2-3 Sachen raus, 50% davon ist wieder mal ausverkauft und dann bin ich schon genervt und verlasse den Shop. Ja, aber wenn ihr noch ein paar Tipps habt, Kreativbund hat auch leider deutsche Sprüche, habe ich nicht gefunden, aber es kommt so langsam. Ne? Ich weiß, dass Crealis, also die Firma, kommt auch wieder aus den Niederlanden, hat auch ein paar Hotfoil-Stamps, aber ich glaube, die waren dann auch nicht verfügbar. Irgendwas war dann, weswegen ich da nicht bestellt habe. So, und dann habe ich hier solche Sprüche, die finde ich voll cool. Schaut mal, die sind winzig, ne? Da muss ich auch noch üben, muss ich aber ehrlich sagen. Aber ich finde die cool. Also hier, ne? Lieblingsmensch, du bist einzigartig. Ich komme mal ein bisschen näher, ich glaube, das ist so clean. So, genau, ne? Also hier oben ist natürlich weihnachtlich, ne? Das beginnt ja bei mir immer im September und hört im Dezember auf. Und hier ist so für alles, ne? Also auch hier, hip hip hurra, finde ich ganz süß. Man könnte irgendwie so schreiben, hip hip hurra zum Geburtstag. Also ne, man kann sich das so zusammenstellen, wie man das mag. Und ja, genau, also solche filigranen Sachen kommen bei mir natürlich auf eine Magnetplatte dann drauf, ne? Ist ja Metall. So, ich bin gespannt, wie die Qualität ist. Wie gesagt, ich kenne von Kartenkunst ja nur bis jetzt nur die Stempel. Aber gut, das werde ich gleich noch testen, ne? Mal gucken. Dann zeige ich euch mal ganz kurz was von Woolworth. Da habe ich nur 3 Sachen. Und zwar einmal hier so eine Buntstifte. Die sollen so besonders stabil sein. Da bin ich mal gespannt, denn ich habe hier 2 kleine Needles. Bei denen fällt ständig was runter. Und deswegen habe ich nur Filzer und habe erstmal alle Buntstifte entsorgt. Aber manchmal, ne, da haben sie das Gefühl auch nicht so dafür und meinen sie so lange, bis das Blatt durch ist und sagen sie, oh, da ist ein Loch. Dann sind die traurig. Na, deswegen habe ich jetzt die hier gekauft und für 4 Euro denke ich mir, super. Und weil ich nicht möchte, dass das hier so durch die Gegend fliegt, habe ich für diese hübschen Stifte bei AliExpress die nur so eine kleine Federtasche geholt. Ich habe auch eine Federtasche für Fensterbuntstifte. Also ich will das immer so ein bisschen alles ein bisschen trennen. Und ja, vielleicht könnt ihr das auch mitnehmen, ne, mit so einem kleinen Malbuch. Man könnte auch selbst ein Malbuch gestalten, ne? Bilder ausdrucken, mit der Zinnspinden. Man könnte so vieles, ne? Ja, okay, auf jeden Fall habe ich das gekauft für 4 Euro, ne? Na, für meine Ophelia, die schneidet ja so gerne aus, habe ich immer so eine Schere. Mal gucken, wie die so ist, aber ich dachte mir für 2,50 und ist auch die Firma Lights. Eigentlich spricht das ja für Qualität. Ja, genau. Und dann gab es noch so ein 4er-Pack Stempel. Für 6 Euro. Und ich habe das nur gekauft wegen dem 4., den ich gerade nicht finde. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Oh, ist das peinlich. Doch, hier, genau. Wegen dem Stempel habe ich das gekauft. Und zwar, weil ich den Flugzeug, der ist zwar schon ein bisschen groß, der ist schon arg groß für eine A6-Karte. Aber ja, ich wollte ihn unbedingt haben und ich hatte auch eine Anfrage wegen einem Flugzeugstempelchen. Nicht Stempelchen, sondern Karte. Karte, so. Und genau, deswegen habe ich ihn gekauft. Und für 6 Euro ist das okay. Der Rest jetzt so für mich, also ne, so 4 Stempel für 6 Euro ist natürlich nichts, ne? Aber es ist auch dann auch gar nicht mehr so mein Geschmack, ne? Also zuerst hat es 10 gekostet. Und dann hat die eben 6, ne? Aber ich denke mal, ich werde also diese beiden irgendwann mal so um die Weihnachten herum auf jeden Fall verlosen. Das mache ich ja ganz häufig bei meinen Kartenvideos. Also manchmal was Gebrauchtes, manchmal was Neues, ne? Genau, das werde ich wahrscheinlich verlosen. Vielleicht findet sich da irgendjemand, der das gut findet, aber noch nicht heute, ne? Das ist noch nicht so. Und das hier muss ich noch überlegen. Ich finde ja ein paar Sachen ganz cool, muss ich noch überlegen. Da weiß ich noch nicht so genau. Genau, muss ich mal gucken. Aber den hier, also ab hier, ne? Bräuchte ich auch nicht den Rest hier, ne? Aber ist halt eben dabei.
Das fand ich schon ganz cool. Der hat sich auch gut abstempeln lassen und ich habe ihn da auch embossed. Ist eigentlich ganz cool geworden, die Karte. So, genau. Dann AliExpress. Also da habe ich mich ein bisschen verhauen. Da habe ich mal wieder nicht auf die Maße geguckt. Ne? Ich kann ja nicht lesen anscheinend. Ich benutze ja für meine Stempelhilfe immer diese Folien, die ja eigentlich so für den Plotter sind. Ne? Und irgendwann mal nutzen sie sich auch ab. Ne? Und ich finde die große so schön. Und diese hier für 4 Euro oder so sind so klein. Ist bestimmt wieder für den amerikanischen Markt gedacht. Ne? Aber ich denke, es würde trotzdem funktionieren. Denn man macht sich hier die Folie ab, ne? Und es backt schon ganz gut. Also man kann es für Stenciling benutzen. Und wenn ich hier das so drauflege, dann ist es ja auch 15. Würde ja halten, ne? Aber da brauche ich so ein großes Ding eigentlich nicht. Aber ja, noch ist das hier gut. Und eigentlich habe ich noch davon. Das ist A4 bei mir hier, ne? Habe ich auch noch welche da. Ich wollte irgendwie nur die ausprobieren. Ja. Ja. Habe ich erstmal da, ne? Was man hat, hat man. So. Genau, so ein Dreierpack. Ich glaube, irgendwas um die 4, 5 Euro. Dann. Jetzt weiter mit. Konnte man sich die Farbe leider nicht aussuchen. Das ist ein Stiftchen, der auch so ein Skalpell hat. Mal gucken, was gut ist. Also, hier ist so ein Skalpell. Und das sind sowohl wohl die Refills dazu. Ja. Ich dachte mir nur, manchmal hat man ja so diese Nuppelchen, ne? Und manchmal kann man sie gar nicht so gut rausschneiden. Und dann dachte ich mir, vielleicht könnte ich ja das damit, weil das so klein und winzig irgendwie da rein. Und dann da rein. Aber es ist schon nicht so leicht, muss ich sagen. Ich glaube, das ist nicht viel leichter als so ein Cutter. Oh, nee. Also nee, das ist ja überhaupt nicht einfach. Ich glaube, ich habe mal wieder Quatsch gekauft. Okay, gut. Es ist, wie es ist. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht easy. Dann habe ich mir die hier gekauft. Mit Bedacht darauf, dass irgendeins davon hier raufpasst. Und ich glaube, okay, bei den längsten ist es hier ein bisschen zu knapp leider. Ist nicht so schlimm. Man kann ja auch so Streifen schneiden, aber es sieht halt eben eigentlich schöner aus, wenn man das stanzt. Aber hier gibt es ja ein paar kurze Sachen. Ho, ho, ho. Vielleicht, ja, vielleicht passt das ja. Das muss ja auch nicht immer passen, aber ja. Genau, habe ich mir die hier gekauft für die hier oder auch andere Sprüche, die man so hat. Ne? Nicht alle haben ein Fähnchen, aber auch nicht so schlimm. So, dann habe ich hier so ein Ding hier gekauft. Das ist halt für so eine Chipkarten, für Mitgliedsausweise oder hat hier. Bei manchen Arbeitgebern gibt es ja auch so eine Karten, ne? Wo man da irgendwie so sich einscannen muss. Und da habe ich mir mal eine gekauft. Und da bin ich noch am Überlegen, ob ich die mit so ein Kettchen bastel für meine Arbeitskollegen. Oder ob ich einfach meine ersetze. Muss ich mal gucken, wie ich Bock und Zeit habe. Genau. Weil ich denke mal, das könnte auch ein ganz cooles Geschenk werden. Genau, so das. Dann die Verbindung hat eben, jeder hat halt den Büroschlüssel, könnte man ja auch noch so ein Ding da irgendwo ranbamseln. Muss ich mal schauen, wie schwer das dann wird, weil das ist schon schwer. Aber ja, sowas braucht man auch immer. Einige von meinen Schlüsselringen sind auch im A und das ist bei mir auch gebrochen an meinen eigenen Schlüssel. Also ja, braucht man, ne? Jo. Dann habe ich noch mal solche, ich weiß nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall, um so Perlen drauf zu spielen. Die sind aber ganz schön dick, aber die lässt sich gut biegen, alles gut. Habe ich gekauft. Die Größe weiß ich nicht, ich glaube 40, also 4 cm. Dann habe ich mich da ein bisschen verhauen, habe solche klein gekauft. Da muss ich testen, ob das funktioniert, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich glaube, die sind ein bisschen zu klein, aber wir werden sehen. Und ist wie gesagt alles von AliExpress. Da kommt meistens so eine etwas größere Tüte. Dann habe ich mir solche Charms noch hier gekauft, ne? So, ich mache ja meistens so mit Gold. Aber wenn man natürlich mit so einer Karte arbeitet und so ein Schlüsselring daran machen muss, wegen diesem Clipper, dann ist Silber dann schon notwendig. Aber naja, ich habe dann nur in Gold gefunden. Und dann noch diese wunderschönen. Oh Gott, ich hoffe, ihr konntet das gut sehen, alles. Ich habe vergessen aufzustehen. So eine Perlenkappen sind das. Genau. Und diese jetzt sind ein bisschen größer. Ich habe welche, die sind etwas kleiner. Ich habe welche, die sind extrem groß. Ich weiß nicht, was ich da schon wieder gelesen habe. Und die sind jetzt etwas kleiner. Und ja, genau.
benutzt man halt eben, wenn manchmal die Perle ein zu großes Loch in der Mitte hat und so eine Nietenstifte haben manchmal vorne, okay, das ist jetzt relativ breit, ne? Und manche haben da vorne irgendwie nur so eine Murmel und so und dann benutzt man das, damit die Murmel nicht rausfällt. So, das war das. Stempel habe ich auch gezeigt. Dann habe ich mir doch die One-Step-Looper gekauft in 2,25. Bei eBay aber. Das war ein bisschen günstiger als Amazon. War trotzdem, glaube ich, über 30 Euro. Genau. Und die ploppt so auf. Ich muss mir das Ding auf jeden Fall auch bewahren. Oder hier so ein Haargummi rummachen. Das wäre auch noch eine Idee. Weil es gibt kein Stopper wie bei Via Memory Keepers. Und ich freue mich voll. Ich habe es noch gar nicht getestet, natürlich, ne? Ich habe es natürlich noch nicht getestet. Aber hier ist auch die Anleitung. Ich glaube, die behalte ich auch. So, sollen wir das mal kurz testen mit diesen kurzen? Weil ich Angst habe, dass diese kurzen nicht passen. Wir machen das mal schnell. Wartet mal. Ich habe hier so eine Glasperle. Sind die nicht hübsch? Die sind von Action, ne? Und ich nehme jetzt mal nicht eine allzu große Perle, weil, ja, das ist ja auch hier winzig, ne? Und dann testen wir das mal aus. Ob das geht und ob Olga damit zurechtkommt. Ups, komm schon. So. Erstmal testen, ob das hier durchfällt. Aber nein, sieht ganz gut aus, ne? Das ist schon mal super. Und jetzt muss ich da drunter, glaube ich. So. Okay, und dann festhalten. Oh, nee, ich glaube, die sind zu kurz. Ich glaube, die sind zu kurz. Ach nein, ich will das aber nicht einsehen, ne? Ich will das nicht einsehen, dass es zu kurz ist. Nochmal. So. Ups, abgebrochen. Oh, ich habe die ganze Perle kaputt gemacht. Ach ja, ich erinnere mich auch, dass die Haikiki, oh, ich weiß leider nicht, wie sie in Wirklichkeit heißt, irgendwie auch gesehen hat, dass sie, also irgendwie hat sie gesagt, dann lässt sie los und den Rest macht sie alleine. Und warum macht man das dann so? Das ist doch albern, deswegen habe ich das doch gekauft. Okay, noch ein Versuch. Wer keinen Bock hat, natürlich kann auch wegschalten, ne? Ich habe noch ein bisschen Schiss, dass ich die umsonst gekauft habe. Ich hasse es, Geld unnötig auszugeben. Ich esse auch abgelaufene Joghurts, ne? Muss ich euch sagen. Ich mag das nicht, sowas zu verschwenden. Wenn es natürlich schimmelig ist und nicht gut riecht, dann wird das auch weggeschmissen. Keine Frage. So. Okay. So, da rein. Da. Da, da, da. Na, komm runter, komm runter, komm runter. Komm runter, komm runter. Oh, guck mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich nicht die Öse ein bisschen zu groß finde. Aber jetzt habe ich Pech. Noch ein Ding kaufe ich mir nicht. Ich dachte wirklich, dass 2,25 wenig klein klingt. Aber ich glaube, die ist ein bisschen groß. Aber ich muss damit jetzt einfach leben, denn es wäre unverschämt, jetzt noch eine zweite zu kaufen. Glaube ich jedenfalls. Mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das alles auf einen Anhänger ranbringe. Wie tue ich das hier rein? Dann ist es schon vorbereitet. Also es hat funktioniert. Beim ersten Mal habe ich wahrscheinlich zu lang gehalten. Und ich glaube, ich räume jetzt mal auf und dann baue ich mein... Wenn du Bock hast, natürlich bleibst du dran, wenn ich dann nicht, baue ich mir eine Hotfoil Stamp auf und teste einfach mal die von Kartenkunst. Und die, die darauf nicht so Interesse haben, die sind natürlich schon weg. Aber ich verabschiede euch trotzdem schon mal. Und wir bauen mal um. So, ich habe das jetzt aufgebaut. Das ist die natürlich jetzt alles total chaotisch hier aus. Aber gut, sonst kriege ich die Beine einfach nicht drauf. Ne, ich habe hier, es ist schon an. Und dann, wenn es hier drauf kommt, muss man den Timer drücken und dann die zwei Platten hier verwenden, die ja mit bei sind. Ne, ich habe hier schon mal markiert 1 und 2. So. Und dann möchte ich das jetzt mal versuchen. Ich sehe das mal ganz oft bei Jennifer McGuire, dass sie das so festklebt. Da bin ich aber ehrlich gesagt irgendwie noch ein bisschen zu blöde für. Ich traue mich das auch nicht. Ich denke auch bei diesen großen hier ist es eigentlich von Vorteil, wenn man das schon irgendwie auf ein fertiges gestelltes Design macht, ne? Ich will das nochmal die schöne Seite nach unten, ne? Ich glaube ja. Warte. Wie gesagt, ne, das ist jetzt von Action. Das ist jetzt hier zum Beispiel außen nicht so schön. Und ich nehme jetzt ein größeres Stück. Das ist jetzt auch nur so ein Restpapier von mir. Ups, wieso wählt er sich denn so? Hm.
Deswegen klebt ihr das wahrscheinlich immer fest. Mama, ist doch kurz die Feuchtigkeit. Ja, nehmen sie dir. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Profi, ne? Ich stelle schon mal den Timer an, weil wenn er aufhört zu blinken, ist es soweit. Weiß auch gar nicht, ob ich diese Farbe so oft benutzen werde. Na toll. Wir fummeln noch ein bisschen weiter. So, das sieht bei ihr immer so professional aus, ne? Aber das ist ja irgendwie voll das Gefummel, wenn ich ehrlich bin. So. Vorher war es besser, ne? Ich hätte das nicht runternehmen sollen. Aber ich habe so Schiss, dass die Folie nicht drauf ist. Boah, ey. Was ist denn das jetzt? Ist doch schon mal gemacht. Ich glaube, das wird nichts. Genau. Ich beschwere das schon mal mit der Schimm, also mit der dünneren, ne? Und dann kommt die große drauf, ne? Und die Sidekick, ne? Die lässt ihr... Oh Gott, das kann ja alles verrutschen hier, ne? Ne? Da habt ihr alles entfernt, damit es hier gleich durchpasst. Und seht ihr, der Timer ist weg. Weil ich aber da ein bisschen rumgefummelt, mache ich mal so eins, small dry. Dann halte ich das irgendwie fest, ziehe es raus. Und nicht vorwärts und rückwärts, sondern wohl nur einmal wird empfohlen. Und dann irgendwie so... Und dann spürt man das schon, dass es einmal durch ist. Und das soll wohl ausreichen. So. Das ist natürlich mein Schreibtisch hier extremst voll. Aber gut. Schiebe es wieder zurück, damit sie sich den wieder hier... Ne? Seht ihr, das ist rot und hier leuchtet es mal nichts. Das braucht seine Zeit. Und, oh, das ist ziemlich weit nach oben gerutscht. Aber ich könnte es vielleicht mal ausschneiden, wenn es dann hübsch geworden ist. Und es ist... Ja, ich glaube, da... Das kann man wegmachen. Ja. Wie gesagt, also das zum Geburtstag gefällt mir jetzt nicht zu 100%. Es ist nicht mein Favorit, aber ja. So, das schmeiße ich jetzt weg, weil das ist jetzt ausgefranst. Und ich habe auch, es gibt so eine Platte. Da kann man so die ganzen Negative auch einmal durchkugeln. Was habe ich noch nicht gefunden? Nur von Spellbinder selbst, aber das ist ja ein bisschen zu kurz, glaube ich, für unsere A6-Karten. Und wenn ich das schon kaufe, dann so, dass es auch immer passen würde, ne? So, aber ich behalte es noch. Ich gucke, ob ich das wegradiert kriege. Wenn nicht, entsorge ich das. So, genau. Die packe ich zur Seite. Ich habe hier noch so ein kleines Stück. Dann gab es ja dieses Tool hier. Das ist ein Magnet, ne? Und wenn man hier drauf drückt, lässt es los. So. Genau. Jetzt probiere ich das mal so, wie sie das gesagt hat. Auch wieder irgendwie mit Pink. Es muss da so drauf, ne? Ich muss irgendwie so umdenken dann wahrscheinlich. So. Muss dann wahrscheinlich irgendwie umdenken. Und dann hat sie da irgendwie oben die Folie. Also mit Washi Tape. So, ne? So macht sie das dann immer, ne? Auch die Jana Smigula, die feiere ich ja total. Ist, macht das irgendwie auch so. Weil gleich ist es schon heiß, wenn ich nicht weiß. Und dann muss das ja dann hier hin, ne? So, ne? Und dann ist die Frage, ob ich das dann auch so durchkurbeln darf. Soll ich das mal testen? Weil ich glaube, die liegen das immer andersrum, ne? Aber ich teste das mal aus. Was soll denn passieren? Außer, dass es nichts wird. Okay, das werde ich wahrscheinlich jetzt rausschneiden. Das ist sonst so langweilig. So, ne? Es hat aufgehört zu blinken. Dann machen wir wieder die Dünne hier drauf. Ja, aber ich will nicht, dass es da so blöde rausglotzt. Ich habe immer Angst, dass sie das meine Schirm... Oh, das war jetzt auch nicht so klug von mir. So. Irgendwie so drauflegen, dass es nicht oben ist. Oh, das bewegt sich ja so arg. Ah, jetzt habe ich mir das gekauft, jetzt muss ich mich da irgendwie einfuchsen, ne? So, dann... Ne? So kann man wenigstens sehen, ob sich das verschoben hat oder nicht, ne? Aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ups! Oh Gott, ist das empfindlich. Und einmal... Lup. So. Ups. Nee, hat nicht funktioniert. Ich habe es falsch gemacht. Aber hat auch was, ne? Oder? Ja.
hat auch was. Aber hier ist das Papier irgendwie. Hat ihm nicht gut getan, ne? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich habe doch die schöne Seite nach unten gepackt, oder nicht? So, ich habe hier so mal die dünneren noch dazu gepackt. Und weil ich irgendwie das nicht umdenken kann, mache ich das so, wie das bis jetzt immer gut geklappt hat, ne? Dass ich dann jetzt so die Folie hier drauf lege. Und bevor es mir wellt, gleich das Papier. Oh, ist schon verschoben. Kann nur hoffen, dass ich das irgendwie ausschneiden kann. Und dann warte ich auch wieder, bis der Timer hier, ne, aus ist. Und dann einmal ruhig durchkurbeln. Aber ich muss mir noch unbedingt angucken, was für einen Denkfehler ich hatte. Denn eigentlich die Hautfolge zu der schönen Seite, ne? Und das Papier nicht zu der nicht schönen Seite. War doch eigentlich richtig. Nur, dass ich das noch andersrum gelegt habe. Vielleicht ist das nicht erlaubt. So, jetzt hat es wieder aufgehört, ne? Ich bin wieder auch wieder vorsichtig. So. Und das ist natürlich auch nichts, was ich, glaube ich, wenn ich jetzt mal so spontan eine Karte mache, nicht rausholen kann. Deswegen muss ich mir das wahrscheinlich immer alles so auf Vorrat machen, weil auf einen Hintergrund traue ich mich das ehrlich gesagt nicht. So, dann vorsichtig anheben. Schon wieder ist das, glaube ich, verrutscht. Oh, das ist so rutschig. Ich weiß nicht. Das sah im Video so leicht aus. Ich finde es aber total rutschig. So, ne? Nur einmal durch. Ihr seht es schon fast gar nicht mehr, es tut mir so leid. Und dann ist das, klebt das bei mir immer hier oben dran. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist. Das schiebe ich jetzt mal raus. Weil ich muss ja davon ein paar mehr dann machen, ne, wenn ich das schon rausgeholt habe. Für mich gibt es heute kein Abendbrot. So, und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Vielleicht nehme ich mal zu große Stücke, aber ja, das geht. Vielleicht ist auch mein Cardstock ein bisschen zu dick. Aber ich könnte das, glaube ich, hier noch ein bisschen wegradieren. Und die anderen, vielen lieben Dank und Gutschein für dich. Und Hip Hip Hurra ist cool, ne? Hat gut funktioniert. Nur, dass die nicht alle in die gleichen Richtung sind. Ja, genau, das hat ganz gut funktioniert. Blöd ist natürlich nur, dass meine Stanzen jetzt, dass ich da nicht durchgucken kann. Aber anders kann ich mir das echt nicht vorstellen, dass ich das zuerst ausstanze und dann da drauf lege. Das glaube ich nicht, dass ich das kann. Das ist so wackelig alles. Muss ich gucken. Oder dann doch mit dem Hebelschneider dann, ne? Was soll man machen? So, genau. Und das hier, ach, das ist mir so schade. Ich glaube, ich behalte das und gucke, dass ich zügig eine Solid Plate, ich weiß gar nicht, wie das dann auf Deutsch heißen sollte, eine durchgefärbte Platte. Muss so gucken, dass man das vorsichtig damit umgeht, dass da jetzt keine Kratzer sind, ne? Und das hebe ich mir einfach in der Box auf und dann habe ich dann den Hintergrund Gold und dann ist nur die Schrift dann so, wie mein Cardstock ist, ne? So, ich glaube jetzt aber, ne, um nicht unnötig das Video in die Länge zu ziehen, ihr habt gesehen, ich kann das nicht so gut. Das erfordert wahrscheinlich Übung. Und ja, aber ich mache jetzt ein bisschen was, dann es würde mich sehr ärgern, wenn ich das jetzt nicht ein bisschen was auf Vorrat mir mache, weil ich weiß, dass ich das sonst nicht rausholen würde. Das nimmt einfach so viel Platz weg. Genau, also kurbel ich noch ein bisschen was, also was Geburtstagssachenmäßig, ne? Weihnachten brauche ich jetzt noch nicht machen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ist ein bisschen chaotisch geworden und ein bisschen laut im Hintergrund. Mag ja nicht jeder, aber viele schreiben mir, dass es in Ordnung ist. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao!